Ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Lavinia Jonika. Ich werde die heutige Sitzung moderieren. Und an dieser Stelle möchte ich Susanne Staude vorstellen. Susanne, du könntest schon deinen Bildschirm freigeben. Ich freue mich heute sehr, dass wir Frau Professor Susanne Staude für diese Session gewinnen konnten. Sie ist Präsidentin der Hochschule Ruhr-West. Und davor war sie Vizepräsidentin für Studium und Lehre. Frau Staude ist Professorin für Thermodynamik und Fluidenenergiemaschinen. Sie ist aber auch eine Peer-Expertin in der Peer-to-Peer-Strategieberatung. Und ich freue mich auch sehr, dass wir dieses Jahr gemeinsam die Strategieberatung an der Hochschule Zittau-Görlitz zusammen durchführen konnten. Und an dieser Stelle, Susanne, würde ich einfach übergeben. Dankeschön. Jetzt gehe ich noch mal eine weiter. So, genau, jetzt kommt mein Vortrag. Lavinia hatte mich gebeten, zum Thema Partizipationsprozesse ein bisschen was zu erzählen. Und ich hatte mir dann auch mal angeschaut, was sie letzte Woche von der Frau Ghetto zum Thema Entscheidungsprozesse im Gegenstromverfahren, und das finde ich eigentlich passt hervorragend zusammen und kann ich sehr schön drauf aufbauen. Ich würde gerne vor allem einfach aus meiner Erfahrung ein bisschen berichten. Ich habe auch so ein paar Beispiele mitgebracht von so ganz konkreten Dingen, die wir getan haben. Habe dafür 15 bis 20 Minuten eingeplant und freue mich, wenn wir danach in eine Diskussion kommen oder Sie auch konkretere Fragen noch haben, dass ich dann auf einzelne Aspekte noch mal ein bisschen näher drauf eingehen kann, mache ich das natürlich auch gerne. Ich muss dazu sagen, dass ein Großteil der Dinge, über die ich berichte, da geht es bei uns, oder sagen wir mal, das, was wir ausprobiert haben, ging vor allem um allgemein die Hochschulstrategie. Wobei ich an der Stelle ist aus meiner Sicht eine Digitalisierungsstrategie oder IT-Strategie oder E-Learning-Strategie, das man ja auch unterschiedlich aufbauen kann, ist ja letztlich nur ein Aspekt der Gesamtstrategie der Hochschule oder ergibt sich daraus. Und dann gibt es ja zusätzlich noch die Strategien der Strategie der einzelnen Fachbereiche, die manchmal ja auch gerade bei großen Universitäten vielleicht auch ihre eigene Digitalisierungsstrategie haben. Und ich habe das jetzt mal hier so symbolisiert mit so Pfeilen mit zwei Enden. Also das bedingt sich ja gegenseitig. Denn, und das hatte ja auch Frau Ghetto nochmal sehr schön aufgezeigt, wie gerade an Hochschulen man ja letztlich nicht im Sinne von, wie in einer normalen Organisation, da gibt irgendwie die Geschäftsleitung eine Strategie vor und dann halten sich alle dran. Das funktioniert ja an Hochschulen noch viel weniger als woanders. Das heißt, wir kommen gar nicht umhin, als dass die Dinge sich so ein bisschen gegenseitig bedingen. Und wenn die sich gegenseitig bedingen, dazu braucht man dann eben dieses Gegenstromverfahren. Und als ich das gesehen habe, war meine erste Frage dazu ist, wer ist denn eigentlich das Gegenüber im Gegenstromverfahren? Also wer sind denn die anderen, sage ich jetzt mal, mit denen wer dann auch spricht? Und letztlich, ich habe mal versucht aufzuzeichnen, wer für uns so die anderen sind an der HLW. Die Nicht-Anderen sind für uns im Prinzip das Präsidium, bei uns heißt es Präsidium, woanders heißt es Rektorat, die ja letztlich verantwortlich für die strategische Steuerung der Hochschule sind. Das heißt, wir wollen jetzt mit unseren Gegenüber im Gegenstromverfahren gemeinsam zu einer Strategie kommen, die dann nachher auch die von uns allen ist. Und da haben wir erstmal die üblichen Gegenüber, ich sage mal vielleicht die DekanInnen oder den Senat. Wir haben natürlich die Studierende,
die teilweise natürlich auch organisiert sind im AStA oder in ihren Fachschaften. Wir haben gerade, wenn wir über Lehre sprechen, natürlich auch die Expertinnen der Hochschuldidaktik und des Bereichs E-Learning, aber auch zum Beispiel, wenn wir über Digitalisierung sprechen, das Prüfungsamt oder der Studierendenservice. Wir haben die Dezernentinnen, die als IT-Dezernent oder Dezernent für Studierendenservice eben ja auch ihre Aufgaben in dem ganzen Prozess haben. Wir haben die Kommission Studium und Lehre oder Qualitätsverbesserung in Studium und Lehre, wie sie bei uns heißt. Wir haben die Lehrenden selber, die sich entweder in ihrem Fachschaft, in ihrem Fachbereich organisieren, in dem Fachbereichsrat, aber auch ja als Individuen eigene Gedanken haben. Und mit diesen ganzen Einzelpersonen, Statusgruppen und Gremien muss man irgendwie versuchen, diesen Gegenstromprozess zu organisieren. Ich muss irgendwie immer, ich kann nicht klicken. So, jetzt habe ich mal aufgezeichnet, wie sieht denn der Strategieprozess an der HRW aus, den wir bei uns durchgeführt haben oder wo wir immer noch dabei sind. Wie gesagt, es geht jetzt hier nicht nur um Digitalisierungsstrategie, aber auch. Und da sieht man, wir haben eine ganze Reihe von unterschiedlichen Aktivitäten. Ich habe das, die dann sozusagen hier so hintereinander durchlaufen. Wir haben angefangen mit einem Makathon mit Studierenden. Wir hatten eine unterschiedliche Strategiesitzung mit unterschiedlichen Stakeholdern. Dann hatten wir irgendwann eine Vision. Von der Vision haben wir dann wieder mit Partizipation und auch mit Gedanken im Präsidium abgeleitet strategische Ziele. Und der nächste Schritt ist jetzt, diese strategischen Ziele, die wir auf Hochschule für die gesamte Hochschule getroffen haben, zu operationalisieren, indem wir jetzt operative Ziele ableiten, Maßnahmen daraus ableiten, auch Indikatoren ableiten. Wie können wir denn erkennen, ob wir unseren Zielen überhaupt näher kommen? Das ist ein Prozess, in dem sind wir immer noch. Wir haben angefangen, der Makathon, der mit den Studierenden war, im Februar 2019. Jetzt muss man dazu sagen, Corona hat uns da bestimmt mindestens ein Dreiviertel eher ein Jahr gekostet. Wir haben dafür auch sehr bewusst Zeit eingeplant, weil ich der festen Überzeugung bin, dass tatsächlich der Weg hier in ganz vielen Dingen auch schon das Ziel ist. Denn indem ich das immer wieder in unterschiedlichen Gruppen und mit unterschiedlichen Personen diskutiere, bin ich ja schon auf dem Weg dahin, meine Strategie überhaupt zum Leben zu erwecken. Denn dadurch wird sie ja bekannt, dadurch wird sie verfestigt in den Köpfen. Und deswegen glaube ich, dass es wesentlich wichtiger ist, dass man viel diskutiert und viel spricht, als dass man schnell fertig wird. So, jetzt versuche ich mal einen weiter. So, was waren denn die Partizipationsformate, die wir an der HRW benutzt haben? Wir haben zum einen, das waren Termine, die eher über die noch übergeordnetere als Strategie, also so eine Vision, was stellen wir uns denn eigentlich im Idealfall vor, waren der Hochschulrat beteiligt, waren die Fachbereichs- und Dekanatsleitung schreibe ich da, ich meinte eigentlich Dezernatsleitung, Tippfehler, also die quasi erweiterte Hochschulleitung. Und natürlich auch die formalen Gremien wie die Kommission, der Senat etc. waren beteiligt. Wir haben zusätzlich Arbeitsgruppen, die sich zusammensetzen, in der Regel hauptsächlich aus Lehrenden und ein bisschen auch aus Kolleginnen und Kollegen aus dem wissenschaftlichen Bereich. Die AG E-Learning, gut, da ist natürlich auch das E-Learning selbst vertreten, die AG Internationalisierung, da ist auch das International Office vertreten und wir haben auch eine AG Evaluation, da ist dann eben unser Qualitätsmanagement auch vertreten, die sich quasi beraten lassen durch Lehrende und Vertreterinnen und Vertreter der Fachbereiche. Wo durchaus auch Strategiepapiere vorbereitet werden oder manchmal auch sozusagen die Ausformulierung dort liegt am Ende der Diskussion. Das sind, sagen wir mal, auch so reguläre Partizipationsformate und wir haben jetzt im Rahmen unseres Social Entwicklungsplanes, wo eben die Digitalisierung, gerade was Lehre angeht, eben ein Teil von ist, haben wir zusätzliche Formate, ich würde mal fast sagen, ausprobiert. Und zwar haben wir zum einen so ein Makathon mit Studierenden durchgeführt,
will ich gleich noch mal ein bisschen was erzählen. Da geht es so um die Entwicklung von Visionen, von Zukunftsbildern für die Hochschule. Und dann haben wir, wenn es um die Konkretisierung geht von strategischen Zielen und die Entwicklung von Maßnahmen, haben wir zum einen eine Kickoff-Veranstaltung mit der gesamten Hochschule gemacht. Wir haben Design Thinking Workshop mit Studierenden gemacht und wir haben oder sind im Moment gerade dabei, so geloste Workshops mit Studierenden und Lehrenden zu machen. Und ich würde jetzt zu all diesen vier ganz kurz was berichten und dann gerne im Nachgang auch nochmal detaillierter auf die unterschiedlichen Aspekte eingehen. Der Makeathon mit Studierenden hatte zum Ziel, mal zu schauen, also wir hatten so ein bisschen Sorge, dass wir, wenn wir eine Vision entwickeln für die Hochschule, dass wir zu sehr in unserem Hochschulsaft schmoren und nicht genug mitkriegen, ob eventuell in der Welt Dinge passieren, die wir gar nicht auf dem Schirm haben. Das war noch in Zeiten vor Corona und da war irgendwie so die Vorstellung, dass Disruption an der Hochschule stattfinden kann, irgendwie nicht vorstellbar. Ich glaube, da hat sich jetzt an vielen Stellen der Blick ein bisschen geändert, aber damals war das irgendwie so, dass das System Hochschule, so wie wir es kennen, vielleicht auch mal in Frage gestellt war, war nicht wirklich was, womit man in der Hochschule so gut kommen konnte. Und wir haben dann mit so einem Zukunftsworkshop, mit so einem Zukunftsforscher, haben wir ein Projekt gemacht mit unseren Studierenden, in dem wir versucht haben zu überlegen, wie sieht denn die Hochschule im Jahr 2030 aus, wenn wir uns anschauen, was sind denn die großen Trends, die im Moment so, die man so ausmachen kann. Und dazu haben wir, wie gesagt, mit diesem Zukunftsforscher haben wir mit den Studierenden zusammen so eine Trendanalyse gemacht und haben dann wir haben so eine Trendanalyse gemacht. Dann haben die Studierenden identifiziert, hier rechts sieht man so ein Bild, und dann so versucht auszubreiten, welche Trends sind aus der Sicht der Studierenden für uns als Hochschule hier im Ruhrgebiet, Fachhochschule, was sind die besonders relevanten, auch mit unserem Fächerspektrum, was sind die, von denen Sie meinen, die werden uns besonders betreffen. Und haben daraus dann so Veränderungstreiber identifiziert und haben dann auf Basis dieser Veränderungstreiber, wenn das sozusagen mit der Logik, wenn das die Veränderung ist, von der wir glauben, dass sie in diese Richtung getrieben wird, was wären denn dann Zukunftsbilder für die HRW? Und da waren die großen Veränderungstreiber, waren im Prinzip der Wertewandel, Planet before People, before Profit, war so der eine. Das andere war digitale, vernetzte Welt, ein Veränderungstreiber. Und der dritte, durchaus auch verknüpft mit dem natürlich eine Veränderung von Konsum und Produktion. Und nach diesen drei großen Veränderungstreibern haben dann die Studierenden Zukunftsbilder, Visionen eigentlich der Hochschule entwickelt, wo wir auf dessen Basis wir dann letztlich auch unsere Vision für die Hochschule entwickelt haben. Weil man schon merkte, also die haben wirklich auch gut hingeguckt, das passte an vielen Stellen sehr gut und die haben das dann nachher so hier so schön in Lego gebaut und uns vorgestellt und wie gesagt, die Ergebnisse sind dann eingeflossen in die Version für unsere Hochschule, wo wir Themen wie Nachhaltigkeit, Vernetzung, Entrepreneurship waren so Themen, die dadurch sagen wir, sehr nach vorne gestellt wurden und die Nutzung der Digitalisierung, um diese Themen auch weiter nach vorne zu treiben. Das war zum einen Beispiel, wie wir Studierende quasi eingebunden haben. Die Studierenden selbst haben wir gewonnen, indem wir das ausgeschrieben haben mit diesem Projektangebot und auch teilweise Studierende, die wir kannten, selber angesprochen haben. Wir haben dann, nachdem wir die Vision in groben Zügen hatten, haben wir dann in einer großen Kickoff-Veranstaltung die gesamte Hochschule eingeladen, inklusive Studierende, wobei man dazu sagen muss, von den Studierenden sind, glaube ich, nur zwei gekommen. Wir haben die gesamte Hochschule eingeladen und abgesehen von den Studierenden war die Hochschule sehr gut vertreten. Mit vielen Lehrenden aus allen Fachbereichen, aus allen Dezernaten waren Leute da und haben mit uns diskutiert.
und hatten so eine Art World-Café-Logik, wo wir in so unterschiedlichen Durchgängen geguckt haben, so eine Art SWOT-Analyse eigentlich gemacht haben mit unserer Hochschule. Ne? Wo sind wir schon gut? Was wollen wir noch besser machen? Und auch erste Gedanken schon zu ersten Maßnahmen oder Zielformulierungen, indem wir gefragt haben, wie können wir das Thema mit Leben füllen? Und das hatten wir zu so unterschiedlichen Entwicklungsfeldern, die wir vorher anhand unserer Vision eben identifiziert hatten, mit der Hochschule diskutiert. Hier sind mal so ein paar Impressionen davon. Und im Nachgang dazu haben wir die Ergebnisse aus diesem Tag dann in einem Präsidiumsworkshop nochmal zusammengefasst und daraus auch nochmal für uns so festgelegt, was sind unsere großen strategischen Ziele. Der Hintergrund ist, dass wir natürlich Ideen haben und ich auch als Präsidentin klare Ideen habe, was ich wichtig finde. Und gleichzeitig ist ja klar, wenn die Hochschule das nicht mitträgt, dann kann ich mir die schönsten Sachen ausdenken, dann passiert nichts. Ich denke, das ist eine Erfahrung, die haben Sie auch alle schon gemacht. Also müssen wir letztlich ja eine Strategie haben, von der die Hochschule auch das Gefühl hat, das ist die eigene Strategie und die einzelnen Personen in der Hochschule auch das Gefühl haben, es passt irgendwie zu ihnen. Und wir haben dann im Nachgang Arbeitsgruppen gebildet, und zwar auf Freiwilligkeit. Wir hatten bestimmte strategische Ziele definiert, 9 waren es, glaube ich, oder 8, und haben dann für jedes dieser Ziele eine Arbeitsgruppe, also die Leute eingeladen, in Arbeitsgruppen mitzuarbeiten und haben auch zusätzlich noch Personen angesprochen, von denen wir gesagt haben, oh, wir fänden es super, wenn du in dieser Arbeitsgruppe zum Thema Internationalisierung mitarbeiten würdest, wir fänden es super, wenn du in der Arbeitsgruppe zur Professionalisierung der Lehre mitarbeiten würdest, etc. Und diese Arbeitsgruppen hatten das Ziel, zum einen erstmal ein gemeinsames Verständnis zu bekommen für die strategischen Ziele, vielleicht die auch nochmal so ein bisschen auszuformulieren. Dann haben wir diese Ziele aus unterschiedlichen Perspektiven, so ein bisschen angelehnt an so eine Academic Scorecard, quasi beleuchtet. Also welche Ressourcen brauchen wir oder haben wir dafür? Was ist die Kundinnenperspektive oder die Stakeholderperspektive der unterschiedlichen Stakeholder? Welche Potenziale sehen wir da, etc.? Und dann haben wir das dann nochmal zusammen kondensiert in diesen Arbeitsgruppen, um dann rauszukriegen, was wären denn operative Ziele und was wären Maßnahmen und auch Indikatoren. Das war dann, wie gesagt, nochmal ein Prozess. Hier waren dann Studierende aber gar nicht mehr mit eingebunden, auch weil sie eben bei der Kickoff-Veranstaltung überhaupt nicht vorhanden waren. Das heißt, wir haben im nächsten Schritt überlegt, jetzt müssten wir noch überlegen, wie kriegen wir denn die Studierenden gut mit eingebunden über die Diskussionen, die wir natürlich dann auch mal zwischendrin hatten im Senat hinaus und haben dann so ein Design Thinking Workshop angeboten in einer unserer Projektwochen. Also das war auch ein einwöchiger Workshop, wo wir Studierende eingeladen haben, mit uns zu bestimmten Zielen und Maßnahmen, also eigentlich zu bestimmten Zielen mal aus Studierenden-Sicht zu überlegen, was wären denn gute Maßnahmen in diesen Zielaspekten. Wir haben dann mal ausprobiert, und ich weiß nicht, ob Sie diese Erfahrung kennen, dass wenn Sie versuchen, Studierende einzubinden, dann kriegen Sie eigentlich immer die gleichen. Also bei uns kann ich Ihnen sagen, wir kriegen immer Ulf und Stefan, die sind immer dabei. Und ich weiß nicht, ob Sie dieses Szenario kennen. Wir haben 6.500 Studierende und 5 engagieren sich. Und die sind in der Regel dann einfach auch nicht mehr repräsentativ. Also das ist nicht die Studierendenschaft. Und da wollten wir versuchen, einen breiteren Querschnitt zu kriegen und haben deswegen mal Studierende einfach ausgelost. Es hat hervorragend funktioniert. Wir hatten dann tatsächlich, ich glaube, 18 hatten zugesagt und 16 sind dann tatsächlich gekommen ungefähr. Für eine Woche so ein richtiger Design Thinking Workshop entlang der üblichen Design Thinking Methodik, auch professionell angeleitet. Das war eine hybride Veranstaltung im September letzten Jahres oder so. Ich glaube, es war September. Hatten dann so eine House-Space-Seite, wo wir, die ist hier rechts so eingeblendet, wo man das nochmal sieht. Und das Ganze war gerahmt von 2 Präsenztagen.
Und ja, wie man das so macht im Design Thinking, haben wir dann zum einen die Persona entwickelt, eine User Journey, Point of View. Dann gab es eine Ideenphase und eine Verdichtung. Das war dann online alles. Dann haben sie Prototyping gemacht und so ein bisschen Online-Testing. Das war natürlich schwierig, weil das auch ja ohne Präsenz nicht so ganz einfach war. Und am Freitag war dann in Präsenz wieder die Präsentation und dann nochmal eine Reflexion dieses Workshops. Und da sind, ja, das sind spannende Dinge bei rausgekommen. Hier sieht man zwei Studis, die in der Persona-Phase ihre Persona sich überlegt hatten. Und dann hatten wir zwei Ergebnisse zum Thema Nachhaltigkeit. Hatte eine Gruppe so eine App sich überlegt, wo die Studierenden so ganz einfach angeteasert werden, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit so in ihrem täglichen Hochschulleben zu beschäftigen, wo man so Punkte sammeln konnte und so weiter. Und ganz rechts ist ein Bild, das haben Studierende gemacht in so einem SIM, das ist so ein Computer. Den kennen Sie wahrscheinlich besser als ich. Da haben die Studierenden sich ein Haus gebaut, wie sie es sich wünschen, als ihre Lehr-Lern-Umgebung. Also so ein Haus hätten sie gerne quasi neben dem Hochschulcampus, wo sie ihr Lehr-Lernen stattfinden kann. Und viele dieser Anregungen haben wir jetzt aufgenommen in unser Team, was sich um Lehr-Lern-Räume an der Hochschule kümmert und auch ist eingeflossen in unseren Antrag bei der Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Also da sind einfach großartige Dinge bei rumgekommen in einem einwöchigen Workshop. Und das hat uns so ein bisschen angeteasert, weil wir festgestellt haben, wir erreichen hier Studierende, die hätten wir sonst nicht erreicht, die hätten nicht mitgemacht, wenn wir sie nicht ausgelost hätten und persönlich angeschrieben hätten. Und der Gedanke daher kam, und deswegen machen wir das jetzt noch weiter, von dem Konzept der Bürgerräte. Und hier wollen wir jetzt gerne, sind wir gerade in einem Prozess, dieses Konzept zu nutzen, um gerade zum Thema Zukunft, Lehre und Lernen an der HRW noch weitere Meinungen einzuholen. Und zwar versuchen wir hier, wie gesagt, eine Vision und eine Umsetzungsstrategie für den Lernort der Zukunft zu entwickeln und dabei unterschiedliche Perspektiven in den Raum zu nehmen und gleich auch noch ein bisschen Demokratiebildung mitzumachen, indem wir ein Losverfahren machen und das Ganze moderiert quasi den Austausch gestalten und dabei gleichzeitig auch die Expertinnen, die wir in Lehre und Lernen haben, also Hochschuldidaktik, die Kommissionsmitglieder, der E-Learning-Bereich mit einzubeziehen. Und das tun wir, indem wir, wie gesagt, bei dem Konzept der gelosten Bürgerräte losen wir 10 Workshops mit jeweils 10 Teilnehmenden. Das ist jetzt wegen Corona alles online. Diese Teilnehmende gemischt, geloste Studierende und geloste Lehrende. Die inhaltliche Vorbereitung war ein Workshop mit den Expertinnen. Und am Ende wird es eine große öffentliche Veranstaltung zur Vorstellung der Workshop-Ergebnisse geben und dann die Umsetzungsplanung wieder unter Einbezug der gelosten Teilnehmern. Und die Rückmeldungen dazu waren sehr positiv, dass die Studierenden und Lehrenden gesagt haben, sie hätten sich sonst nie mit diesen Leuten über diese Themen unterhalten und sie haben das Gefühl gehabt, sie sind sehr auf Augenhöhe, ist ihnen begegnet worden. Ja, das war es. Als ganz kurzer Input, und ich habe gemerkt, ich bin am Ende ein bisschen hektisch geworden. Ich hoffe, Sie sehen mir das nach. Aber vielleicht, jetzt haben wir dadurch ein bisschen Zeit, vielleicht auch nochmal in die Diskussion zu gehen. Lavinia, möchtest du das anmoderieren vielleicht? Genau, Dankeschön. Dankeschön auch für den Vortrag. Ich möchte Sie ganz herzlich jetzt einladen, sich an der Diskussion mit zu beteiligen. Und hierfür, damit wir wissen, wer von Ihnen teilnehmen möchte, wir suchen 4 bis 5 Personen, schreiben Sie einfach in den Chat einfach ein Plus rein. Und in der Zwischenzeit, bis sich das zusammenfindet, Susanne, ich habe ein paar Fragen aus dem Chat. Bei der Findung der Vision, Mission waren also Studierende direkt involviert, Lehrende nur indirekt? Genau, also bei der, die Lehrenden im Prinzip insofern indirekt, als dass wir ja die Vision auch ausgearbeitet haben mit den Dekanen und Prodekanen. Aber nicht die Lehrenden direkt, das stimmt. Okay.
Und wie seid ihr mit den Ergebnissen der Studierenden und Arbeitsgruppen umgegangen? Gab es vorab Absprachen, wie diese systematisch verankert werden? Wer hat entschieden, welche Ergebnisse wie umgesetzt werden? Ja, also letztlich haben wir die Ergebnisse genommen, um damit ja für uns zu erkennen, wo ist es, wo, sagen wir mal, der Bedarf der Studierenden oder die Wünsche der Beschäftigten, die Wünsche der Studierenden, also wo die Energie hingeht. Weil, und insofern haben wir versucht, natürlich unsere Strategie danach auszurechnen, dass möglichst viele dieser Aspekte berücksichtigt werden, weil da geht die Strategie, da geht die Energie hin, und das sind werden dann die Dinge sein, die auch passieren, aus meiner Sicht. Und deswegen war für uns klar, dass wir versuchen, so viel wie möglich davon anzunehmen. Und das, was nicht sozusagen in dem Sinne aufgenommen wurde, das wurde auch zurückkommuniziert, warum nicht. Und bei den Studierenden, also ganz ehrlich, alle Ideen waren so gut, dass wir sie alle mit aufnehmen. Die Studierenden, wie gesagt, sind jetzt eingebunden in den unterschiedlichen Arbeitsgruppen und Projekten, um ihre Ideen weiterzuentwickeln. Beziehungsweise haben es ihnen angeboten, nicht alle wollten. Also manche waren auch zufrieden, dass sie das jetzt gesagt haben und abgegeben haben und das Gefühl haben, jetzt passiert was damit. Okay, wunderbar. Also wir haben jetzt zwei Diskutanten gefunden. Das ist der Herr Thomas Hofmeister von der Uni Bremen. Hi. Und jetzt suchen wir sie gerade, und die Frau Meister, Vera Meister, versuchen sie zu suchen in der Teilnehmerliste, um sie ins Spotlight zu setzen. Ja, sie ist schon im Spotlight. Also ich sehe sie im Spotlight. Funktioniert ja. Wunderbar. Ja. Soll ich dich einfach mal mit einer Frage bewerben? Ja, fang doch mal an und dann genau, also du hast ja über Ulf und Stefan berichtet, die immer dabei sind. Also wie ist es euch denn gelungen, das tatsächlich zu vergrößern? Das habe ich nicht ganz mitgekriegt. Vielleicht kannst du es nochmal genau sagen, wie du es gemacht hast, dass du auch tatsächlich immer wieder andere Leute reinkriegst. Also wir haben die Erfahrung der Peer-to-Peer-Beratung, dass wir am Anfang eine Riesenzahl Studierende hatten, die immer kleiner wurde, so mit der Zeit, und dass wir jetzt immer größere Schwierigkeiten haben, an die Leute ranzukommen. Ja, also wir haben... Das war nochmal so ein Hinweis, den wir aus mehreren Ecken bekommen haben, dass es studentische Beteiligung klug ist, wenn eine relativ klare Aufgabe und ein klarer Zeitrahmen ist. Also deswegen hatten wir zum Beispiel diese Design Thinking Workshops, die waren eben eine Woche lang. So, dann habe ich eine Woche lang mich engagiert und dann konnten die sich nachher weiter engagieren. Wir haben interessanterweise auch von denjenigen, die sich da eine Woche engagiert hatten, sind jetzt welche und haben sich für die Kommission Studium und Lehre aufstellen lassen. Also die haben so ein bisschen Blut geleckt. So, die haben wir gekriegt, wir haben gelost. Also wir haben im Prinzip unserem Studierendensekretariat gesagt, zieh mir bitte 60 Namen, willkürlich. Und diese 60 Namen haben wir angeschrieben mit einer personalisierten E-Mail, sehr geehrte Frau so und so, Sie wurden ausgewählt in einem Zufallsverfahren und wir würden uns freuen, wenn Sie mitmachen. Von den 60 haben nachher, wie gesagt, 16 zugesagt. Und einige hatten auch Sorge, ich habe gar keine Ahnung davon, ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll, ich verstehe das alles nicht. Also die haben dann teilweise, die hatten dann auch noch eine niederschwellige Rückantwortadresse, also sie hätten jetzt nicht direkt an die Präsidentin antworten müssen, sondern eben, wie gesagt, an meine Assistentin. Und die haben dann eben auch teilweise angerufen und gesagt, ja, ich weiß gar nicht, was ich da beitragen kann. Und dann hat sie gesagt, nee, darum geht es uns gar nicht, wir wollen nur ihre Sichtweise und sie können was lernen. Und was dabei rausgekommen ist, waren so wirklich so gute Ideen, dass, glaube ich, wenn man das öfter macht, verstärkt sich das, ne? Weil das natürlich auch kommuniziert wird, so, ne? Auf Dauer. Aber das Losen, das hat es echt gebracht. Kann ich sehr empfehlen. Wie gesagt, und abgeschlossene Projekte. Es gab dann, die sollten da Ideen entwickeln und jetzt können die, aber müssen die sich nicht da weiter drum kümmern, sondern die haben auch die Ideen teilweise einfach abgegeben und gesagt, hier, na, liebe Arbeitsgruppe zum XY, hier sind unsere Ideen, bitte arbeitet weiter und dann berichten wir da regelmäßig zu und die sehen, es passiert was, aber sie müssen es nicht alles selber machen. Und dann kann man vielleicht neue Leute losen für den nächsten Schritt. Ich glaube, das sind so zwei Aspekte, dass es irgendwie auch für die endlich ist. Ja, vielleicht kann ich mich auch mit einklinken in die Diskussion. Also erstmal ganz vielen Dank für den wirklich
inspirierenden Vortrag. Wir sind ja auch sozusagen bei unserer Hochschule dabei, in Richtung Strategie zu überlegen. Wir haben eine Gesamtstrategie, Digitalisierungsstrategie für die Hochschule, aber den Fokus auf Lehre und Lernen zu legen, das ist momentan unser Ansatzpunkt. Und was mich jetzt nochmal interessiert, Sie hatten ja gesagt, Sie hatten also auch diese Peer-to-Peer-Beratung im Hochschulforum für Digitalisierung und dieser sozusagen wirklich sehr beeindruckende Strategieprozess, den Sie an der Hochschule gemacht haben, war das ein Stück weit ein Ergebnis dieser Beratung oder ist das parallel gelaufen? Also mal das war ein Missverständnis, Frau Meister. Okay. Weil ich habe das Hochschulforum Digitalisierung unterstützt als Peer. Ah, okay. Unser Antrag auf Strategieberatung war damals nicht erfolgreich. Das sind auch interessante Insights. Aber wir haben es trotzdem ganz groß hingeredet. Aber ich muss dazu sagen, wir haben uns auch beraten lassen von, also bei dem Strategieprozess auch von einer Kollegin, die das selber schon mal für andere Bereiche gemacht hat, aber auch selber an der Hochschule ist, also auch Hochschule kennt. Mhm. Und und jetzt machen wir es eben mit diesem Verein, der uns da berät bei diesen gelosten Bürgerräten, sag ich jetzt mal. Was so eine Beobachtung von mir aus letzter Zeit ist, ist das, also nicht seit letzter Zeit, es hat sich schon länger akkumuliert, aber jetzt ist das richtig so eine Art Painpoint geworden, ist, dass die klassische Kommunikation mit Studierenden, sag mal die asynchron oder Remote-Kommunikation über E-Mails, dass das etwas ist, was immer schlechter funktioniert. Wir haben zum Beispiel vor einiger Zeit im Fachbereich mal eingeladen, das war, glaube ich, im ersten Corona-Semester, zu solchen, wie soll man sagen, Meckerrunden oder Problemrunden, wo man eigentlich denken sollte, ja, die brauchen das, die Studierenden. Und wir hatten also auch nur eine sehr, sehr kleine Beteiligung. Und wenn ich dann Leute gefragt habe, die ich persönlich aus anderen Kontexten kenne, ach ja, da gab es mal eine E-Mail, die ist irgendwie gar nicht richtig wahrgenommen worden und ich gucke nur selten in meine E-Mails und so weiter. Das heißt, für mich verdichtet sich das, dass wir andere Kommunikationskanäle brauchen. Ja, also irgendwelche sozusagen Instant-Messaging-Kanäle oder sowas. Haben Sie da Erfahrungen oder auch gern andere an Ihrer Hochschule? Womit arbeiten Sie da? Und vielleicht kann man sich darüber mal austauschen. Ja, also wir sehen das auch. Es ist ein Unterschied, wenn die persönlich angeschrieben werden. Mhm. Und es ist ein Unterschied, wenn die E-Mail persönlich von der Präsidentin kommt, so, ne? Also als wenn sie von irgendwoher kommt und geht an alle, sage ich jetzt mal so. Das macht schon einen Unterschied. Und ansonsten arbeiten wir natürlich auch mit Instagram. Aber wie gesagt, wir versuchen eigentlich, also wir sind davon ab mit diesen Anfragen, Beteiligungsanfragen an alle. Das ist ein bisschen zu unverbindlich. Das scheint nicht so gut zu funktionieren. Wobei, das stimmt auch nicht ganz. Wir hatten jetzt tatsächlich bei diesen Workshops den letzten wollten wir nochmal offen alle einladen, die möchten, ne, so, und nicht nur die ausgewählt waren. Und da haben wir, wie gesagt, haben wir auch 6.500 Studierende angeschrieben für einen zweistündigen Workshop und es haben sich 18 zurückgemeldet. Also, das ist dann einfach auch nicht so viel. Aber diese persönliche Ansprache und diese Logik des Ausgelostseins, das scheint. Aber da waren es auch nur ein Viertel, ne? Oder ein reichliches Viertel, wenn Sie sagen, 60 wurden angeschrieben und 16. Ja, genau, aber das ist was anderes als 18 von 6.500. Das ist richtig. Ich möchte nochmal Herrn Jan Eden nochmal begrüßen. Ja. Sie haben sich auch gemeldet. Bitte schön, Ihre Frage. Sagen Sie uns, welche Dank. Auch vielen Dank für den sehr interessanten Impuls. Ich habe nochmal eine Frage zur Einbeziehung der Lehrenden. Sie hatten ja dargestellt, dass Sie die Lehrenden indirekt über die Dekanate respektive Fachbereichsleitung einbezogen haben. Wie ist das denn bei Ihnen strukturell? Also ich habe die Erfahrung gemacht, an verschiedenen Hochschulen werden die Dekanate auch als eine relativ abgehobene Schicht wahrgenommen, die zum Teil mit der Realität der einzelnen Lehrenden nicht wirklich in Kontakt steht. Also das gibt es zumindest immer mal wieder. Und gab es da vielleicht so ein bisschen Backlashes, dass in den einzelnen Fachbereichen es dann hieß, na, da hat unser Dekanat aber mal wieder ganz in die falsche Richtung gedacht oder unsere Bedarfe nicht richtig kommuniziert, unsere Ideen nicht richtig weitergetragen.
Wie hat das funktioniert? Also sowohl der Informationsfluss in die Fachbereiche hinein, als auch wirklich die Bündelung der Ideen aus den Fachbereichen in den Kommunikationsworkshops, Strategieworkshops. Ja, da muss ich nochmal ganz kurz korrigieren. Also bei der Visionsentwicklung, da waren die Lehrenden nicht direkt einbezogen. Das war im Prinzip die Logik, die Vision ist Aufgabe der Hochschulleitung. So. Bei der Strategieentwicklung sind die Lehrenden sehr wohl einbezogen. Also wir hatten ja diesen insgesamten Kickoff-Workshop, wo die gesamte Hochschule eingeladen worden sind. Wir hatten die AGs, wo sich Lehrende besonders da eingebracht haben, wo ihr Herz schlägt. Ne? Also die Experten, sagen wir mal, die sowieso schon immer eigentlich alles nur international machen wollten, die waren dann da. Und ne, die ganz vorne dabei sind bei innovativen Lehrmethoden, waren beim Thema ne, innovative Lehre und so. Also da haben wir schon auch teilweise auch Lehrende explizit angesprochen, von denen wir wissen, dass sie sich in bestimmten Themen engagieren. Da waren die Lehrenden schon auch direkt einbezogen. Und jetzt bei dem letzten, wo es tatsächlich nur ums Lehre und Lernen geht, da haben wir ja machen wir dieses Losverfahren nicht nur bei den Studierenden, sondern auch bei den Lehrenden. Weil da haben wir genau den gleichen Effekt, den Sie ja auch beschreiben. Wenn ich sage, wer möchte mit uns über die Lehrstrategie sprechen, dann sind das die, die an Lehre besonders interessiert sind. Die sind aber nicht immer in der Lage, die Sorgen und Probleme der Lehrenden, die irgendwie versuchen, da sich so durchzuwursteln, vernünftig abzubilden. Und dann hat man womöglich eine Strategie, die diejenigen abholt, die schon ganz weit sind und noch nicht die, die noch nicht so weit sind. Und also das ist, insofern haben wir tatsächlich da jetzt beide gelost, Lehrende und Lernende. Und das ist auch ganz spannend, weil wir natürlich ganz andere Diskurse hinkriegen mit ganz anderen Personen. Und ein Gedanke, der mir da noch einfällt, was für uns auch sehr wichtig war, gerade wenn man über das Thema Digitalisierung der Lehre spricht, dass man auch die IT mit einbindet, und also die Campus-IT und den Bereich E-Learning. Und dass da auch spannende Gespräche stattfinden, gerade von den Lehrenden, die, sagen wir mal, schon sehr weit vorne sind, die dann auch sehr hohe Anforderungen haben an die IT. Also ich hatte da jetzt neulich so eine Diskussion mit einem Prof, also es war so nebenbei, der sagte, ja, wir haben, was macht denn das E-Learning, wieso entwickeln die nicht ein paar neue Konzepte, man müsste doch jetzt mal viel weiter nach vorne denken und nicht nur irgendwie Feuer löschen hier, die sagen uns immer, was sie machen sollen, warum machen die denn nicht mal so ein bisschen, wie die Lehrenden ja halt manchmal so sind. Als ich ihm dann erklärt habe, dass wir ja auch andere Lehrende haben, die an ganz anderer Stelle stehen, was die Digitalisierung ihrer Lehre oder ihre eigenen digitalen Fähigkeiten angeht, das war auf einmal viel in die Schuppen von den Augen und sagte, ach so, die machen Support. Ich sage, ja, genau, die machen Support. Na, dann ist alles klar. Das ist ja den Leuten dann auch immer nicht klar. Also man muss ja auch vermitteln zwischen denen, die schon irgendwie 10 Jahre weiter sind und denen, die noch 10 Jahre weniger weit sind. Und da muss man ja auch irgendwie versuchen. Und das geht am besten, indem man die miteinander in die Kommunikation bringt. Ja, vielen Dank. Machen wir aber nicht von freiwillig. Ja, herzlichen Dank für die Klarstellung. Noch vielleicht ein kurzer Punkt. Sie sagten gerade Digitalisierungs- und IT-Strategie. Das passt ja eigentlich auch in das hierarchische Modell, das Sie sagten. Also, dass die gesamte Hochschulstrategie natürlich das Dach bildet. Dann gibt es eine Digitalisierungsstrategie letztlich für alle Domänen der Hochschule. Und dann erst kommt die IT-Strategie als quasi eine Umsetzung der Ziele, die in der Digitalisierungsstrategie formuliert werden. Denn Digitalisierung ist ja mehr als nur IT-Infrastruktur. Also von daher passt das sehr gut, diese beiden Ebenen nochmal so zu verschränken. Danke sehr. Bitte schön. Dankeschön. Wir haben noch Herr Hofmeister, Sie wollten noch was dazu sagen. Genau, ich wollte jetzt nochmal zu diesem partizipativen Modell, was ich ganz toll finde, eine Frage stellen. Ganz wichtig ist ja, damit die Leute sozusagen bei der Stange bleiben und sowas auch mitverfolgen, dass sie sich darüber versichern können, dass sie irgendeinen Impact haben. Wie generiert ihr das? Naja, die Dinge, die dort erarbeitet werden, dann auch auftauchen in den Strategiepapieren. Also, ne, also die, ich sag mal so, die Leute, die bei uns im Moment diskutieren oder die vor einem Jahr diskutiert haben in den Workshops für die Hochschulstrategie, die können in dem aktuellen Entwurf, der auch hochschulöffentlich ist, erkennen, dass ihre Gedanken da aufgetaucht sind. Ich sage das jetzt mal so. Und ein bisschen ist es natürlich auch Vertrauen. Also ich glaube, dass so, ne? Also einmal, die müssen das erkennen und dann müssen sie auch vertrauen im Prozess, dass das tatsächlich auch passieren wird. Dadurch ist es natürlich gut, wenn man auch Zwischenstände immer wieder öffentlich macht und ne, dass man immer so ein bisschen nachvollziehen kann,
Ach stimmt, ja, guck mal, das haben wir erarbeitet und da steht das jetzt und so. Da können die sich jetzt auch nicht drum rumdrücken. Die können das ja nicht veröffentlichen und danach taucht es nicht wieder auf. Zumindest muss es dann ja kommuniziert sein, warum es nicht wieder auftaucht. Also Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Dankeschön. Und wir haben jetzt noch einen neuen Diskutanten, Herr Ehrenreich. Bitteschön. Ja, also vielen Dank für den Impuls. Und insbesondere die Idee mit dem Losen der Studierenden ist echt klasse. Ich möchte noch eine andere Perspektive reinbringen. Sie haben jetzt vor allem eben präsentiert, wie das eine Hochschulleitung anstoßen kann, einen solchen Digitalisierungsstrategieprozess. Das Teilnehmerfeld hier ist jetzt sehr gemischt. In meiner Lerncommunity sind eigentlich nur repräsentiert Menschen aus Projekten, prekären Beschäftigungen. Und das ist so ein bisschen, wenn man sich jetzt die Aufgabe aus dem Workbook anschaut, ist so die Frage, wie kann man denn von unten heraus Wirkung entfalten? Und also ich habe auch schon quasi auf Rektoratsebene als Referent des Rektors einen Workshop zur Lehre gestaltet und es war ein großer Erfolg, aber von unten heraus, ich glaube, da ist viel, dass man in einem Projekt gute Ansätze entwickelt, gute Arbeit macht zur Digitalisierung, bei uns jetzt speziell zu Micro-Credentials und Anerkennung und Anrechnung und über diesen Erfolg das dann verbreitern kann und Verbündete sucht. Aber es ist natürlich auch oft einfach ein großes Risiko des Scheiterns oder dass, wenn das Projekt und seine Förderung ausläuft, die Ansätze wieder versanden. Das heißt, man braucht einfach auch eine hohe Frustrationstoleranz. Vielleicht auch von Lavinia da was oder von Oliver Janoschka oder so einen kleinen Input dazu. Ich glaube, Sie haben total recht. Ich meine, das kommt ja wirklich ein bisschen zu dem zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Eine Strategie ist Hochschulleitungsaufgabe. So, wenn die Hochschulleitung diese Aufgabe delegiert an Menschen, die nicht die gleiche, also diese Ebene haben, oder wenn die Hochschulleitung die Aufgabe nicht wahrnimmt und dann andere Menschen diese Aufgaben übernehmen, dann hat man da immer eine Sollbruchstelle drin. Und dann können Sie nicht strategisch arbeiten. Letztlich, wenn Sie nicht eine Leitung haben, die sagt, das ist meine Strategie, die diese Strategie dann auch übernimmt. Also so könnte es ja gehen. Sie entwickeln was und dann gibt es irgendwann eine VP oder einen Präsident oder einen Rektor, der sagt, super, so wird es gemacht, weil das wurde erarbeitet. Aber letztlich muss diese Entscheidung ja aus der Hochschulleitung kommen. Alles andere kann sozusagen nicht funktionieren. Und da bin ich auch ganz bei Ihnen und da muss man sich wahrscheinlich im Projekt auch sehr klar darüber sein, was man eigentlich erreichen kann oder wofür man eigentlich auch die Legitimation hat oder den Auftrag, um da wirklich was reißen zu können. So, ne? Oder man muss die Ziele dann anders stecken, damit die Frustration nicht so groß ist. Also da bin ich total bei Ihnen. Das ist ein mega schwieriges Konstrukt. Kann ich mir jetzt auch gerade nicht gut vorstellen, wie das gehen soll. Aber Dankeschön. Durch Erfolg, also durch einfach Konzepte, die andere dann so überzeugen, dass sie eben, also und Allianzen, natürlich. Ja klar, die dann meinen übernommen werden. Vizepräsidenten habe ich hinter mir. Ja, genau, aber die dann übernommen werden. Aber das Problem hat die Hochschulleitung auch, ne? Also auch eine Strategie der Hochschulleitung funktioniert nur, wenn nachher die Leute, die es nachher tun, es auch tun wollen. Also ich kann ja niemanden dazu zwingen, also höchstens vielleicht noch meine Sekretärin irgendwas zu machen, was die nicht machen wollen. Das heißt, also da habe ich nur ein anderes Standing, um das zu tun. Aber letztlich, deswegen mache ich Partizipation, weil ich eine Hochschulstrategie entwickeln möchte, die Hochschule will. Es nützt mir nichts, eine Strategie zu entwickeln, wenn ich die geil finde, aber meine Kollegen alle nicht, dann habe ich ein schönes Papier, das wird aber trotzdem niemand machen. Also das ist genau der Trick. Aber ich glaube schon, dass Sie den Gegenstrom brauchen. Ne? Sie können nicht nur von unten nach oben, Sie können nicht nur von oben nach unten. Sie brauchen beides und das muss irgendwann aufeinandertreffen, damit das funktioniert.
Ich glaube, Lavinia will uns abbrechen. Genau, ich will nur noch eine letzte Frage aus dem Chat nochmal aufgreifen, bevor wir dann tatsächlich abbrechen für heute. Wie ist das Informationsmanagement zum Strategieprozess an eurer Hochschule, Susanne, gelaufen? Gab es ein Newsletter vom Präsidium zum Fortschritt des Prozesses oder wie habt ihr das gehandhabt? Ja, mega vielfältig. Also es gibt eine Intranet-Seite, wo die Dokumente und Fotoprotokolle und solche Sachen, also wo einfach regelmäßig berichtet wird. Wir haben News übers Intranet regelmäßig gespielt. Es gibt auch ein Newsletter der Präsidentin, wo das Thema immer wieder aufkommt. Es wird im Senat regelmäßig berichtet. Es gibt auch regelmäßige Runden mit den Dekanen in der Hoffnung, dass die Dekane in ihren Fachbereichen berichten. Ich habe das extra so formuliert. Also ganz unterschiedliche Aspekte. Und also ganz ehrlich auch, in den letzten Jahren, in Corona, war auch das mega schwierig. Ne? Also Kommunikation in Corona, das wissen wir, glaube ich, alle, ist echt eine Herausforderung. Und wenn ich daran irgendwie versuche, meine Lehre zu organisieren, dann mache ich mir gerade keine strategischen Gedanken. Also die wenigsten kriegen das sozusagen parallelisiert hin. Okay, dann vielen Dank dazu. Vielen Dank auch an allen, die Fragen gestellt haben, live oder auch im Chat.